Whoa. Scheiße, ey. Hey, holt sie hin! Sie dürfen nicht entkommen! Werden sie nicht! Sie schaffen es nie auf die andere Seite! Das Risiko nicht eingehen! Hey, du bringst dich doch um! Du verfolgst sie nicht, Connor! Das ist ein Befehl! Damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Detroit Become Human. Folge 8, ich wollte schon Red Dead sagen, aber wahrscheinlich. Ja, lass mal stehen, wie sortiert weiter. Wir gehen zu Hank und los geht's. Verständnisvoll, pragmatisch, konstruktiv. Und etwas, was wir leider nicht freischalten konnten. Zu schade, na gut. Ich habe den Eindruck, meine Anwesenheit kommt Ihnen etwas ungelegen, Lieutenant. Sie sollen wissen, dass mir das wirklich sehr leid tut. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Partner? Positiv sagt er bestimmt so, sehen Sie es mal positiv oder so. Ich mach lieber Partner. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Hey, hast du die Proben angeguckt? Schreibtisch? Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Wir brauchen echte Forensik. Analysiere Abweichlerdaten. Machen wir, fangen wir an zu arbeiten. Jetzt haben wir alles freigeschaltet. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Machen wir mal. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Das scheint Sie nicht gerade glücklich zu machen. Ich will's aber trotzdem wissen, denn ist ja das Ding. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Das ist ungünstig. Mit der Arbeit anfangen, machen wir gleich. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Das wird ihn sicherlich wieder ärgern. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Das habe ich gewusst. Egal, ich wollte es trotzdem hören. Wir fangen an. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. So. Verschwunden. Opfer. Gordon Lopez. Melden Offizier. Fall von Anderson. Okay, Allserie. Der Klicker berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren des Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. AV-Serie.
Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV500 Nummer 23477821 angegriffen worden. Er als Kellner bei der Restaurantkette Fast Corny Dogs in 842 Chamberlain Avenue arbeitete. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist noch immer flüchtig. AP-Serie. Die Klägerin behauptet, von ihrem Androiden, einem AP-700 Nummer 480913802, angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. VR-Serie. Der Kläger, der Manager des Eden Club, berichtet vom unerklärlichen Verschwinden eines Sex-Androiden, Modell VR-400, Nummer 641790831. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Club zurückgekehrt. Vernichtet. Der berühmte Carl Manfred wurde nach einer Auseinandersetzung zwischen seinem Androiden und seinem Sohn tot in seinem Haus aufgefunden. Laut Aussagen des Letzteren hat sich der Android gewalttätig verhalten. Stimmt gar nicht. Der Android ist ein Prototyp, Modell und Seriennummer unbekannt und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Ah, okay. Marcus ist ein Prototyp, genauso wie Connor. Haha, Kawa, geil, AX. Der Kläger behauptet, gewaltsam von seinem Hausandroiden, einem AX400-Modell, angegriffen worden zu sein. Der Android war einen Tag zuvor von der Reparatur zurückgekommen und hat bereits in der Vergangenheit Anzeichen gewaltsamen Verhaltens gezeigt. Das ist auch wieder absolut Blödsinn. Wir haben uns nur verteidigt, sonst nichts. Und wir haben ihm nichts getan. Alle Akten scannen. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Jetzt jagen wir Kara ernst? Nee. Doch noch nicht. Schön. Okay. Ja. So. Statistiken. Im Zen-Garten. So heißt das Ding. Hank neutral, Amanda vertraut, Amanda finden. Wir hätten noch was anderes machen können. Wir haben noch schon was gefunden. Ah, wir haben den magischen Stein gefunden, haben nur 18% gemacht. Wir hätten noch was finden können. Okay. Eingetroffen, Lieutenant Anderson. Wir haben das Revier erkundet, haben 100% gemacht. Androiden gerettet in das Verhör. Ach, er hätte da schon sich zerstören können, ja. Wir haben nochmal gesprochen. Er zerstört sich selber. Das wäre so oder so passiert. Berühmter Maler gelesen und wir haben was vergessen. Lesen. Ivanov sagt Niet gelesen. Achso, nee, das ist noch was anderes. Hank in Follows Büro folgen. Hank Schreibtisch untersuchen. Hank erscheint, Hemd stürmt raus. Mit Hank sprechen, Akten untersuchen. Über den Fall sprechen, Hank ist sauer. Das wäre so oder so passiert. Und Hank hat eine Spur, 97%. Ich frage mich, wie er keine Spur bekommen konnte. Indem man einfach die ganze Zeit da sitzt und nichts macht oder was. Indem man nicht anfängt zu arbeiten.
auch nicht schlecht, fortfahren. 6. November 2038. 10.25 Uhr. Kara. Pass auf Alice auf. Feuer entfachen. Überprüfen. Schläft noch. Larsenvase. In etwas Holz. Oh, noch was zum Lesen. Warum nicht? Cyber Wildlife. Erste Androiden-Zoo wieder. Androiden-Tiere. US-Lebenserwartung bei 91 Jahren. 0,4% der Weltbevölkerung erhalten 94% des Reichtums. Cyberlife eröffnet in Los Angeles den ersten Androiden-Zoo, in dem sämtliche exotische Arten präsentiert werden, die in den letzten 30 Jahren ausgestorben sind. Lederschildkröten, Eisbären, Berggorillas, afrikanische Elefanten und diverse Tigerarten gehören zu den größten Attraktionen. Ja, das sind alles Tiere, die heute eigentlich noch leben. Tja, was im Jahre in der Zukunft noch passiert, da. Cyberlife, CSR-Sprecherin Danielle Carnegie sagte, der Zoo wende sich an Menschen jeden Alters und habe die besondere Aufgabe, die jüngere Generation über die Bedeutung des Schutzes unserer fragilen Umwelt zu binden und zu inspirieren. Zwar beklagen Umweltschützer, der Zoo mindere das Bewusstsein für das Aussterben der echten Tiere, doch fällt es schwer, die Technologie zu verdammen, die in der Lage ist, ausgestorbene Spezies wieder zum Leben zu erwecken. Die Tiere selbst müssen noch präsentiert werden, doch Cyberlife verspricht, dass sie die Realität noch übertreffen werden. Zweifellos ein idealer Wochenendtrip für die ganze Familie. Kanada, noch androidenfreie Zone. Saubere Luft und immer ein herzliches Willkommen. Entdeckungsreise durch die kanadische Wildnis. Die USA haben ihr Androidengesetz bereits 2028 verabschiedet, doch das kanadische Parlament hat seine Entscheidung, ob Androiden im Land zugelassen werden sollen, erneut vertagt. In der Folge werden Androiden in Kanada immer noch nicht verkauft und haben keinen offiziellen Status im Land. Zwar kurbeln die Androiden das Wirtschaftssystem der USA weiter enorm an, jedoch führt dies auch zu einer Rekordarbeitslosigkeit und Streitigkeit für und gegen ihre Legalisierung in Kanada. Dauern an, doch vorerst bleibt Kanada noch androidenfreie Zone. Naja. Wenn sie es so haben möchten. Hier ist ein Holzbrett. Ah ja. Diesmal will er sie nehmen. Nehmen wir mal schön viel Holz. Mal ein bisschen Wärme hier schaffen. Warte, bis Alice aufwacht. Wir können uns ja so lange ein bisschen umgucken, glaube ich. Okay, ein alter Spielautomat. Was haben wir hier? RA9. I'm alive. Farm Area, Urban Fields. Das war wohl Ralphs alter Job, so gesehen. Auch hier alles voll. Von RA9. Nein, ich stehle kein Geld. So gut wir es vielleicht auch gebraucht hätten, aber nein. Leider kaputt. Und warum ein Vogel? Ja, schade um das Geld. Ralph würde es sicher nicht brauchen, aber trotzdem möchte ich nichts klauen. Das hat sich sogar gereimt.
Alles voll mit RA9. Auch hier ist das zwanghafte Schreiben da. Komisch. Wo ist Ralph eigentlich? Das würde mich auch mal interessieren. Alice schläft immer noch. Dann riskieren wir auch nochmal einen Blick nach oben, glaube ich. Ja. Ändere dein Aussehen. Finde neue Kleidung. Ja, diese Dienstkleidung sollte ich vielleicht loswerden, wenn wir zwei uns öffentlich bewegen und auch noch gesucht werden. Der LED-Ring könnte ich doch eigentlich auch mal loswerden, oder? Also fände ich jetzt zumindest nicht schlecht. Hey. Was muss ich machen? Ich muss neue Kleidung finden und dann kann ich erst was anderes machen. Oh. Eine Hand. Ich sag da mal kurz nichts. Ich brauche erstmal Klamotten. Was ist denn hier nichts? So, dann hier halt. Ja. Ja gut, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Alter, die Haare. Ja, jetzt sehen wir ja fast aus wie ein echter Mensch. Das ist auch nicht schlecht. Junge, mach. Zugriff auf AX400 Operationen. Wähle eine neue Haarfarbe. Schwarz, weiß, blond. Wie sieht denn weiß aus? Digga, sieht aus wie eine Oma. Schwarz? Nehmen wir das. Und die LED wird entfernt. Zack, fertig. Mensch, keiner erkennt uns mehr. Zumindest von außen. Ich will es eigentlich nicht öffnen, ne? Ich glaube, das war Ralph. Oh. Das wär's erstmal. Sie können gehen. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Ah. Oder aus direkt nebenan. Na super. Schöne 32. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam, und fuhr bis zur Endstation.
Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Vielleicht. Also. Ralph hat was zu essen für das Kind. Ist gut für sie. Ein Geschenk. Wegen der ganzen Missverständnisse. Ralph will kochen. Wir machen es genau wie die Menschen. Menschen mögen Fleisch. Komm. Komm, setz euch. Ablehnen, Junge. Das ist sehr nett von dir, Ralph, aber wir müssen los. Los? Nein, ihr geht erst, wenn das Mädchen gegessen hat. Wir essen zusammen, wie eine Familie. Der Vater, die Mutter und das kleine Kind. Nein, Ralph. Nein, Ralph. Wir gehen jetzt. Komm her, Alice. Das Mädchen geht nirgendwo hin. Du wirst dir nicht wehtun, oder? Wir sind Freunde. Richtig? Nein, Ralph will dem kleinen Mädchen nicht wehtun. Er will nur, dass es ist. Das alles. Menschen essen sowas nicht, Ralph. Falsch! Menschen essen tote Tiere. Ich weiß das. Ah. Okay. Wir essen zusammen. Wie eine Familie. Schon besser? Ralph hatte große Mühe, etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden. Hm? Es wäre unhöflich, wenn es das ablehnt. Oder nicht? Toll. Das wird ganz toll. Köstlich. Oh ja, köstlich. Köstlich. Vater, Mutter, kleines Kind. Bitte, Karl. Was sagt sie? Sie sagte, sie möchte nichts essen. Vielleicht ist es nicht gut genug. Vielleicht ist sie was Besseres gewohnt. Aber Ralph hat das für sie gekocht, also isst sie es! Mach schon. Ich kann nichts gegen machen. Ich habe die Leiche gesehen. Du hast den Mann getötet, nicht wahr? Nein. Nein, er war schon so, als Ralph ihn fand. Du hast ihn getötet, Ralph. Hör doch auf zu lügen. Du hast Menschen, aber du bist wie sie. Du bist ein Mörder. Ralph wollte nichts Böses tun. Nein. Es ist nur... Ralph wird immer so wütend. Wenn seine Wut kommt, weiß Ralph nicht mehr, was er tut. Er denkt nicht mehr nach. Ist voller Hass. Ralph tut es leid. Er wollte nur euer Freund sein. Dann lass uns gehen. Jemand zu Hause? Am Zaun klebt blaues Blut. Ach du Schande. Android hier war.
Was? Wir spielen jetzt Connor? Okay, alles klar. Ah, das Spiel hat sich mal wieder aufgehangen, glaube ich. Jawohl, da ist die Maus. Diese Stelle ist irgendwie immer verflucht, ne? Ah. Also irgendein Fehler ist da an dieser Stelle. Genau da. Ach, genau da, wo der Zaun ist. Da ist es mir auch vor ein paar Folgen zweimal abgeraucht, an genau dieser Stelle. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich starte das Spiel kurz neu. Ah. Oh, ha, die CPU wird zu 100% ausgelastet. Das ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Ich starte kurz neu. Ich pausiere die Aufnahme ganz kurz. So, wir gehen jetzt einfach am besten mal direkt in diese Richtung und drehen uns gar nicht erst wieder um. Die Stelle ist irgendwie ein bisschen, naja, merkwürdig. Schön, jetzt wird das Ganze ja mal interessant hier. Ein Droid im Haus. Das ist aber Ralph, den wir da sehen. Wo sind denn die anderen? Untersuche die Abweichlerspur. Sind hier noch andere Androiden? Andere Androiden? Nein. Ralph ist allein. Ich suche nach einer AX-400. Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden. Hab keine Angst. Ich will dir nichts tun. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ralph hat sich da aufgeschrammt. Das ist Ralphs Blut. Prozess oder die Hinweise, Mittel, WR-600, Gärtner, als vermisst gemeldet. Brandfleck, irreversibler Hautschaden, mögliche Ursache extreme Hitze. Finde heraus, was passiert ist. Stresslevel. Ach, ich soll die jetzt finden, oder was? Hä? Ah. Wieso? Stresslevel 80%. Hä? Okay. Ich weiß nicht, ob ich das überprüfen soll. Aber wir machen es mal spannend und überprüfen das. Ist jemand da oben? Nein. Niemand. Android sagt die Wahrheit. Wir wissen ja, wo sie sind. Wir werden das machen. Und los geht's, du. Lauf, schnell, Keller! Oh, jetzt wird's gemütlich. Connor, was ist hier los? Sie ist hier, melden Sie das! Wo ist sie hingelaufen? Da lang, sie sind auf dem Weg zum Bahnhof. Hui, los geht die Scheiße. Digga, jetzt verfolgen wir Kara. Sie sind da drüben. Ich will sie aber eigentlich gar nicht fangen. Ist ja das Ding. Nicht schießen, wir brauchen sie lebendig.
Oh, fuck. Oh, verdammt. Wahnsinn. Wow, wow. Scheiße, ey. Hey, holt sie hin. Sie dürfen nicht entkommen. Werden sie nicht. Sie schaffen es nie auf die andere Seite. Das Risiko nicht eingehen. Hey, du bringst dich doch um. Du verfolgst sie nicht, Connor. Das ist ein Befehl. Scheiße, ey, diese Quicktime-Events. Digga. Scheiße, ey, diese Quicktime-Events. Bist du okay? Ey, dieses Spiel wird mich noch fertig machen. Ah, fuck. So, ist auch wieder ein riesiges Spektrum, Alter. Alter! Boah! Alter, wie viel man hier noch machen könnte, wa? Wenn man zum Beispiel im Hotel gewesen wäre oder auf dem Parkplatz, das wäre komplett anders gelaufen, natürlich. Und hier kann man ganz neue Wege machen. Aber die Verfolgung hätte auf jeden Fall stattgefunden. Okay. Gehen wir es mal bei uns durch. 46% waren ja im Haus. So, eine Sache war nicht gesehen bei Ralphs Sachen. So, wir haben gelesen, Feuer entfacht, Broschüre gelesen, nach Alice gesehen, Ralphs Sachen angeschaut. Wir haben die Haare geschnitten, 46, Kleider gewechselt, 33%, Schwarz haben 18% gewählt, LED entfernt, Leiche gefunden, Polizei trifft ein, wir haben das Sitzangebot abgelehnt, 15% nur. Ralph bedroht Alice. Über die Leiche sprechen 25%, Ralph entschuldigt sich. Connor untersucht das Haus. Haus betreten. Android bleibt still. Analysieren. Unter der Treppe nachsehen. Cool. Hier hätten wir was anderes machen können und dann wäre hier ein Ende gewesen. Ach, wir hätten sie festsetzen können, oder was? AX400 ist entkommen, tatsächlich. So, zu ihrer letztbekannten Position rennen. Zaun rechtzeitig erreichen. Kara und Alice sind beim Highway. Kara und Alice erreichen den Mittelstreifen. Hätten wir auch nicht erreichen können, dann wären wir einfach gestorben. Wir hätten sterben können, wenn wir diese Quicktime-Dinger nicht richtig hingekriegt hätten. Doppelt hätten wir sterben können. Scheiße. Und Connor gehorcht, Hank. Hätten wir auch zwei mögliche Ziele erreichen können. Wahrscheinlich Connor stirbt. Mit den beiden anderen? Oder die beiden anderen entkommen und Connor stirbt. Aber erreicht die andere Seite. Kara und Alice haben die andere Seite erreicht. In dem Sinne, Freunde, würde ich sagen, war's das für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann an genau dieser Stelle hier weiter. Und dann geht's auch direkt weiter mit der richtig, richtig großen Spannung. Alter, das Spiel ist richtig geil. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.